Reparatur ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Was wir länger nutzen, benötigt keine neuen Ressourcen. Eine Neuanschaffung würde den Abbau natürlicher Ressourcen voraussetzen und natürlich auch den Einsatz von Energie bei der jeweiligen Produktion. Eine Reparatur verlängert sehr sinnvoll die Nutzungs-, die Lebensdauer des jeweiligen Gegenstandes. Darum geht es heute in der Uni Oldenburg und bei Werkstatt Zukunft im Rahmen der Abschlusstagung zur Reparatur in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bildung für nachhaltige Entwicklung soll heißen, hier werden Unterrichtsideen in Theorie und Praxis zur Reparatur, Wartung und Upcycling vorgestellt, die für interessante Wege der Vermittlung von Bildung für nachhaltige Entwicklung begeistern sollen. Darüber werden wir sprechen in der Reparaturausgabe von Werkstatt Zukunft, über die Schlüsselrolle von Bildung, wenn Schülerinnen und Schüler, also die Lernenden, im Mittelpunkt stehen. Mit Ulrike Peters von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aus Osnabrück. Ulrike Peters ist bei dieser Stiftung Leiterin des Referats Umweltinformationsvermittlung. Ein Satz noch zur Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie ist eine der größten Stiftungen Europas und fördert innovative, beispielhafte Projekte zum Umweltschutz. Und wir sprechen mit Ina Hemmelmann von der Anstiftung aus München. Ina Hemmelmann koordiniert das Netzwerk Reparaturinitiativen. Auch noch ein Satz zur Anstiftung. Die Anstiftung fördert und erforscht Räume und Netzwerke des Selbermachens. Dazu gehören interkulturelle und urbane Gärten, offene Werkstätten, Reparaturinitiativen, Open-Source-Projekte, ebenso wie Initiativen zur Belebung von Nachbarschaften oder sogar Interventionen im öffentlichen Raum. Ulrike Peters von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, ist ein Schlüsselbegriff, habe ich eben gesagt. Wie wichtig ist es, Kinder und Jugendliche fit zu machen für Bildung für nachhaltige Entwicklung? Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen fördert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt seit vielen Jahren viele Projekte zu diesem Thema. Es ist deshalb wichtig, weil eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und zu machen einfach einen langen Prozess darstellt und der über viele Jahrzehnte geht und viele Generationen. Deswegen müssen auch immer wieder Kinder und Jugendliche an nachhaltige Entwicklung herangeführt werden. Ina Hemmelmann von der Anstiftung, welche Rolle spielt das Reparieren in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE? Ich denke, das Reparieren ist ein ganz wichtiger Punkt in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, um Ressourcen zu schonen und das von klein auf auch zu lernen tatsächlich. Und ein Punkt, der uns als Anstiftung auch immer wichtig ist und den wir stark unterstützen, ist das ja Selbsterfahren, die Selbstwirksamkeit erfahren, indem man Dinge tut, indem man Dinge repariert und so eine Veränderung in der Realität bewirken kann. Frau Peters, ich habe der Bildung eben eine Schlüsselrolle zugeteilt, in der die Lernenden im Mittelpunkt stehen. Das passt ja ganz gut zum Reparieren. Junge Menschen stehen ja in der Schule so und so im Mittelpunkt, mal mehr, mal weniger. Aber nun soll den Schülerinnen und Schülern das Reparieren beigebracht werden. Wie passt das Wissen um die Reparatur, um Upcycling, um Nachhaltigkeit generell, auch um die Dimensionen von Nachhaltigkeit in die Schule? Das passt sehr gut in die Schule. Auf den ersten Blick scheint es manchmal so, als würde das vielleicht dem schulischen Lernen entgegenstehen. Aber tatsächlich kann man nicht nur im Fach Technik, sondern auch in der Ökologie oder in der Physik das Reparieren mit einbauen und kann den Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, einfach durch das Tun, durch das Haptische Erfahrungen zu machen und sich selber auch besser kennenzulernen. In Deutschland gibt es gefühlt knapp 1000 Repair-Cafés. Nicht erfasst sind alle die Initiativen, die ohne Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit schrauben. Es reparieren aber eher ältere Menschen. Wenn Sie, Frau Hemmelmann, an Schulen denken, wie aufgeschlossen empfinden Sie junge Menschen für das Reparieren? Vielleicht wissen junge Menschen teilweise noch gar nicht so sehr, dass man reparieren kann. Also das ist die Erfahrung, die wir machen, dass Reparaturcafés und die Ehrenamtlichen aus der älteren Generation ein Interesse haben, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und wenn sie dann an Schulen kommen und gemeinsam Projekte anstoßen, dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht wissen, was sie da mitbringen können eigentlich. Und man sie wirklich auf eine Schatzsuche schicken muss und als Detektive quasi in ihrem Alltag suchen lassen muss, was da vielleicht tatsächlich nicht mehr funktioniert. Und gelebt wird dort leider oft noch eine Kultur, dass ja, wir kaufen es halt neu. Und deswegen ist es ein total wichtiger und schöner Ansatz, das Reparieren wieder ins Bewusstsein zu bringen.
Wenn wir die Erde so als Stiftung begreifen, Frau Peters, von deren Erträgen wir alle dauerhaft gut leben können, und wenn wir das Regelwerk der Stiftung Erde ernst nehmen und endlich aufhören, dieses Stiftungskapital aufzubrauchen, dann sollten wir jetzt im Moment beginnen zu handeln. Sie leiten ja in Osnabrück das Referat Umweltinformationsvermittlung. An zu wenigen Informationen mangelt es ja in Zeiten des Internets gerade nicht. Doch an der Umsetzung hapert es. Wie knifflig ist das, möglichst viele Menschen ins Handeln zu bekommen zu unserem Thema BNE? Also knifflig ist das natürlich schon, weil es erstmal sich nicht für jeden sofort erschließt, was man in seinem eigenen Alltag wirklich tun kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man so Projekte hat wie dieses, wo es ums Reparieren geht, weil da kann man ganz konkret dazu beitragen, dass Ressourcen einfach länger im Kreislauf bleiben, indem man ein Produkt nochmal versucht, wieder funktionabel zu machen. Aber es ist auch nicht so einfach. Manchmal muss man seine Gewohnheiten ändern und da will der innere Schweinehund vielleicht nicht so mit. Also es ist knifflig, aber es geht. Wo fällt es Ihnen am schwersten? Sie jetzt ganz persönlich in Ihrem Alltag? Bei der gesunden Ernährung, ehrlich gesagt, genau. Und wo fällt es am leichtesten? Am leichtesten fällt es eigentlich darin, das Rad zu benutzen, wenn ich zur Arbeit fahre, weil das eine schöne Strecke ist. Die Lust am Reparieren nimmt zu. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt bundesweit hunderte von sogenannten Repair-Cafés, Repariertreffpunkten, bei denen Gegenstände des täglichen Bedarfs repariert werden und die auch ein Ort der Begegnung sind, der Nachbarschaft. Ina, wie kommen wir einen großen Schritt nach vorne, indem wir die selbstverständliche Kultur des Reparierens voranbringen? Indem wir es einfach machen. Ich glaube, das ins Tun kommen ist das Wichtigste. Also tatsächlich sagen, ich habe was Kaputtes und ich schaue, wo in meiner Nähe Repair Café ist und ich gehe da hin und vielleicht noch nicht mit der Erwartung, dass ich da in einer Viertelstunde wieder rausgehe, aber mit einer offenen Haltung zu sagen, das sind Menschen, die können mir vielleicht helfen, ich kann was lernen, ich kann eine Funktionsweise vielleicht verstehen von einem Gerät und ich leiste auch noch einen Umweltschutzbeitrag damit. Auch die Frage an Sie, Frau Peters hat eben vom inneren Schweinehund gesprochen. Wo fällt es Ihnen persönlich am schwersten zu sagen, ich verhalte mich nachhaltig in meinem Alltag? Ja, tatsächlich beim Fliegen. Ne? Also manchmal wünscht man sich doch noch vielleicht andere Gegenden der Welt zu sehen und ich buche jeden Flug aber mit einem schlechten Gewissen. Und wo fällt es Ihnen am leichtesten? Auch beim Radeln. Also München ist ja ganz gut zum Fahrradfahren. Ich habe dieses Gespräch begonnen mit dem Wort Reparatur. Das ist so unser Zauberwort, sage ich jetzt mal in Anführungsstreichen. Was verbinden Sie mit der Reparatur? Ich verbinde damit eine Erinnerung daran, wie ich einmal selber einen Scheibenwischer repariert habe von meinem Auto damals als Studentin. Das war cool, das war gut. Und das ist jetzt aber lange her und heute trifft es nicht mehr, oder wie? Das Auto fährt, glaube ich, nicht mehr. Das war ein alter VW Käfer. Und heute freue ich mich, wenn ich mein Fahrrad selber reparieren kann. Okay, danke. Und Frau Hemmelmann? Ich mag so ein ganzheitliches Reparaturdenken. Also wo kann man einen unerwünschten Zustand wieder in einen gewünschten verwandeln? Und es muss nicht nur technisch gemeint sein, sondern es kann auch sein mit, ich ernähre mich regional und unterstütze damit eine nachhaltige Landwirtschaft und Versorgungsstruktur beispielsweise. Werkstatt Zukunft in dieser Ausgabe zum Reparieren aus der Universität Oldenburg. Dankeschön an Ulrike Peters von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt aus Osnabrück für ihre Zeit, die sie sich genommen haben, um Bildung zu reparieren. Und Dankeschön an Ina Hemmelmann von der Anstiftung aus München für ihren Mut, sich der Reparatur in dieser Intensität zu stellen, um die Welt zu retten. Danke an alle diejenigen, die sich noch eigene Gedanken machen. In Werkstatt Zukunft gibt es noch mehr darüber, die Gesellschaft zu reparieren. Wer löten kann, ist klar im Vorteil. Tschüss.